Well, who's gonna stop me? Hallo. Ja, also die Zeit war sehr prägend für mich in Kambodscha und die Erlebnisse, die ich dort gemacht habe, auch wenn es eine sehr kurze Zeit war und vielleicht auch nur die ganze Situation angerissen haben, haben mich schon sehr bewegt auch und nachhaltig zum Nachdenken angeregt. Was mir aufgefallen ist, ist, dass viele Dinge, über die wir gesprochen haben, gar nicht gezeigt werden konnten. Wo sind diese großen, bösen Brands? Wir wollten mit allen sprechen, niemand wollte mit uns sprechen. Keine einzige Anfrage wurde so beantwortet, dass man wirklich mit jemandem hätte sprechen können. Warum haben wir fast nur weiße ManagerInnen gezeigt? Weil die Leute, mit denen wir sprechen wollten, teilweise einfach nicht zur Verfügung standen. Oder weil es sie gar nicht erst gab. Es ist natürlich für mich nicht ganz so einfach gewesen, jetzt zu sagen, man fängt von 0 auf 100 an, alles so umzustrukturieren, sondern ich habe jetzt halt schon angefangen damit, halt mein Konsumverhalten so zu verändern, dass ich halt nicht mehr jede Woche neue Klamotten kaufe, wie ich es irgendwie davor noch gemacht habe und immer das neueste Zeug haben muss, sondern ich überlege jetzt immer zweimal, bevor ich auf Bestellen drücke und gucke natürlich auch so ein bisschen, wo kommt es her und wie wird es hergestellt. Was mir vorher nicht bewusst war, ist, wie direkt ich das Leben von anderen Menschen und explizit eben in meinem Feminismus gedacht, vor allem Frauen, beeinflussen kann. Wenn ich mich entscheide, ein T-Shirt für 2 Euro zu kaufen, dann hat das eine Konsequenz. Der Preis ist nicht immer der beste Indikator, ist aber auf jeden Fall ein Indikator. Und ich muss mir darüber im Klaren sein, dass es der Person, die dieses T-Shirt für 2 Euro hergestellt hat, höchstwahrscheinlich nicht gut geht. Kann ich damit leben oder nicht? Im besten Falle nicht. Wenn ich mir deinen Instagram-Channel angucke, sieht das aus, als wäre alles Business as usual. Du bist wiedergekommen und es sind exakt dieselben Kunden, es sind exakt dieselbe Schlagzahl von Posts. Es hat sich an den Posts kaum was geändert. Was hat sich denn geändert? Für mich hat sich trotzdem natürlich einiges geändert. Und nur weil ich halt die gleiche Anzahl an Output habe, heißt das nicht, dass es ja immer neue Sachen sind, die ich kaufe. Ne? Also ich mache viel mehr mit Sachen, die ich schon habe und kombiniere die neu und wechsle meine Sachen und versuche neue Ideen rauszufiltern. So. Aber das heißt nicht automatisch, dass ich mir immer gleich für jedes Foto ein komplett neues Outfit gekauft habe. Reicht das? Ja, ne, natürlich reicht es nicht, aber man muss ja irgendwie wenigstens irgendwo ansetzen. Ich habe das Gefühl, dass ich einen großen Schritt hin zur Nachhaltigkeit gemacht habe. Ich würde aber lügen, wenn ich sagen würde, ja, der Jogginganzug von XYZ interessiert mich überhaupt nicht und ich will den gar nicht haben. Ich ignoriere das momentan noch, diese Bedürfnisse. Wir sprechen aber auch gerade buchstäblich von 6 Monaten, was ein mini kleiner Zeitraum ist. Und kurz bevor wir nach Kambodscha gefahren sind, habe ich noch eine riesengroße Lieferung bekommen mit den neuesten Sachen und den neuesten Schuhen. Natürlich kann ich die jetzt noch alle runterrocken und mein Maul aufmachen und sagen, alle meine alten Kleider trage ich noch runter. Ja, ich habe immer noch Kleidung im Schrank hängen, die ich noch nie angezogen habe. Also Leute, die mich wirklich kennen, auch Leute, die mir folgen und mich kennen, wissen natürlich, dass ich
schon mit dieser Branche mein Geld verdiene und dass es bei mir schon viel auch um Fashion geht und auch, dass ich immer noch sehr schnell konsumiere, dass es mein Business ist und dass ich damit meinen Lebensunterhalt verdiene, daran ändert sich ja trotzdem nichts. Und das ist ein Fakt und da stehe ich auch dazu. Es ist auf jeden Fall ein Prozess, der da ist und wenn Leute halt eben dem widersprechen und mir eben nicht glauben, dann bin ich auch immer offen für einen Diskurs, solange es halt konstruktiv ist. Also ich glaube, dass es total wichtig ist, dass ich mir und wir uns allen gegenseitig Raum geben für den Prozess, damit wir Schritte gehen können, um das ultimative Ziel zu erreichen, ohne uns gegenseitig Steine in den Weg zu legen und uns zu sagen, du bist ein Arschloch, du hast nichts verändert und so. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen, die wir in diesem Jahrzehnt lernen müssen. Raum geben für Vergebung und Prozess. Oh, how we grow. Warte, was ist das? Soll ich vorlesen? Letter of Intent, Absichtserklärung. Hiermit erkläre ich Helene Fares. Hiermit erkläre ich Willi Iffland im Rahmen des Projektes Mode macht Menschen mit Marken, Herstellern, Organisationen und weiteren Stakeholdern an einem Code of Ethic oder einem Code of Conduct zu arbeiten, der meinen zukünftigen Kollaborationen und Kooperationen zugrunde gelegt werden kann und von allen beteiligten Partnern unterschrieben und anerkannt wird. Das Ziel ist, bis zum 31.12.2021 mindestens 200 reichweitenstarke Persönlichkeiten, also InfluencerInnen, für unsere Bewegung zu gewinnen und mit ihnen gemeinsam eine neue, gerechte Basis für Kollaborationen und Kooperationen zu entwickeln. Dabei beabsichtigen wir, uns für gesetzlich verankerte und unternehmerische Sorgfaltspflichten einzusetzen. Könntest du dir vorstellen, sowas zu unterschreiben? Ja, absolut. Definitiv. Soll ich unterschreiben? Wo ist der Stift? Thank you.
say, you better go home, you better come and say.